Liebe Grüne und alle, die es noch werden wollen. 1. Augustreden sind normalerweise ein Gottesdienst. Demokratie, Solidarität, Insel der Seligen, die Schweiz, 1291, das Rütli. Vieles wird in diesen Reden ausgeblendet. Nicht nur aus der Gegenwart, sondern auch aus der Vergangenheit. Vieles wird auf eine ganz simple Geschichte reduziert, der Blick nach innen gerichtet, Herkunft statt Zukunft. Heute fällt mir dieser Gottesdienst für die Schweiz besonders schwer. Der brutale russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Putins nicht enden wollenden, brutalen, zerstörerischen militärischen Operationen, seine Drohung, Europa den Gashahn zuzudrehen und die riesigen Defizite in unserer Politik im Umgang mit der Klima-, mit der Biodiversitätskrise. Kein Grund zum Feiern eigentlich. Und gleichzeitig sorgt die Krise ja auch für eine schmerzliche Klarheit. Es ist klar, wir müssen unsere Zukunft auf ein fossilfreies Fundament stellen. Wir müssen es tun fürs Klima, wir müssen es tun aber auch für unsere Unabhängigkeit, für unsere Energiesouveränität, für unsere Freiheit. Raus aus dem Öl, raus aus dem Gas, rein in die Freiheitsenergien. Aber weil sich ein solches Fundament nicht über Nacht ganz neu bauen lässt, ist ebenso klar, wir müssen jetzt sofort aufhören mit der grassierenden Energieverschwendung. Kalifornien hat es gezeigt, mit innovativen Anreizsystemen seit Jahrzehnten der gleich hohe Stromverbrauch. Dank Effizienzsteigerung, ohne Wohlstandseinbußen. Es geht, das zeigt das Ausland. Wir in der Schweiz, wir diskutieren viel lieber über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber beim Energiesparen, da sind wir noch auf dem Niveau von Ogis Eierkoch-Spartipps. Es gab nie eine politisch ernsthafte Diskussion in der Schweiz, wie wir die Energieverschwendung, die massiv ist, bekämpfen können. Sei das mit Anreiz, mit Auktionssystemen, sei das mit Kampagnen, sei das mit griffigen Vorschriften für die neuen Geräte oder mit systematischen Anreizen für besseres Verhalten, zum Beispiel die Förderung von Fahrgemeinschaften bei den Autos oder die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn. Ich bin überzeugt, nur mit einem politisch gewollten, mit politisch umgesetzten Maßnahmen, mit einem Aktionsplan gegen die Energieverschwendung kommen wir auch dann gut durch diesen Winter, wenn uns Putin das Gas abdrehen sollte. Und mit dem Einsatz gegen die Energieverschwendung leisten wir auch bereits heute einen wichtigen Beitrag ans Fundament für ein fossilfreies zukünftiges Energiesystem. Konzepte für die Weichenstellungen, die haben wir, die Grünen. Verhelfen wir ihnen zum Durchbruch. In diesem Herbst mit der Klimafondsinitiative und im nächsten Herbst mit einem erneuten grünen Wahlerfolg. Wir beginnen die Unterschriftensammlung für den Klimafonds für einen Green New Deal diesen Herbst. Ich hoffe, auch du bist dabei. Verkehrsinfrastruktur, Sozialwerke, Bildung, Landesverteidigung sind anerkannte öffentliche Aufgaben. Der Klimaschutz, der Umbau hin zu einer gerechten, fossilfreien Gesellschaft, das muss auch eine öffentliche Aufgabe werden. Die öffentliche Aufgabe unserer Generation. Ihr habt es gemerkt, ich habe in dieser Rede das Wort politisch etwa 10-mal betont, mit voller Absicht. Natürlich braucht es jede
und jeden Einzelnen von uns, aber je einzeln, alleine, werden wir es nicht richten. Aber zusammen können wir eine neue Weichenstellung einschlagen. Politik, das ist nicht die da zu Bern oben, sondern wir alle gemeinsam, die eine bessere Welt wollen. Mit euch zusammen wollen wir Grünen die politischen Weichen stellen, indem wir zusammenstehen fürs Klima, zusammenstehen für eine Zukunft mit Zukunft. Ich freue mich darauf.